Wenn ihr mehr von Extravaganza-Content sehen wollt, seid ihr falsch. Ich habe nichts mehr. Es reicht! Und trotzdem sind wir heute hier. Und damit hallo und herzlich willkommen YouTube. Ich bin's Aubertin und ich dachte mir, ich zeige euch einmal die Decklisten von den Decks, die getoppt haben auf der Extravaganza. Was getoppt hat, wie das vielleicht getoppt haben könnte und was für coole Karten die vielleicht gespielt haben, was vielleicht an den Listen interessant ist oder ob einige Trends zu erkennen sind. Denn diese Trends helfen uns quasi für die nächsten Formate, vielleicht ein paar Counter-Strategien zu finden, um da ein bisschen besser ins Game zu kommen oder zumindest halt zu wissen, was bei verschiedenen Decks auf uns zukommt. Dann würde ich sagen, starten wir mit der ersten Deckliste. Die Decklisten sind übrigens von, wie ihr seht, Raid & Trade quasi veröffentlicht worden. Auf jeden Fall ziemlich cool, dass sie das gemacht haben. Ich finde, das haben sie auch sehr schön visuell dargestellt, also da auch mal Props. Wir haben den 16. Platz von der deutschen Extravaganza, Guru. Wenn ich mir das angucke, ist das eine ziemlich Standard-Guru-Liste. Da ist nichts wirklich was Interessantes dabei. Skill Drain ist vielleicht zu erwähnen. Und Crackdown ist ganz cool. Extra Deck ist ziemlich interessant. Ist halt wirklich nur darauf ausgelegt, dass wenn der Gegner irgendeine Domatica-Engine spielt, dass man da was auf den Friedhof legen kann. Oder dass wenn wir was klauen mit Crackdown, dass wir einen Dryden oben drüber legen können, das Monster behalten können. Und dann vielleicht einen Zeus machen können oder sowas. Also ziemlich cool, aber der Drawlemanic ist halt krass. Phantasmanic ist auch ganz interessant. Und was ich am interessantesten eigentlich finde an der ganzen Liste, ist, dass hier nur zwei Fiends gespielt wurden. Das finde ich ziemlich weird. Aber natürlich Ice Dragon's Prison im Main und im Side-Deck finde ich auch ziemlich interessant. Iron Wall, heftig. Und Alpha. Auf jeden Fall Sachen, die man spielen kann. Kommen wir zum Platz 15. Ziemlich cool. Wait. Gegen den habe ich definitiv mein Match verloren. Gegen den habe ich gespielt, definitiv Ice Dragon's Prison Crackdown. Und das ist der Altergeist-Spieler, den ich verloren habe. Jetzt sehe ich meine Decklisten hier. Ihr könnt immer sehen, gegen was ich spielen musste. Das ist aber an sich eine sehr interessante Altergeist-Liste, muss ich sagen. Also TTT ist interessant. Drawlemanic auch hier Trend zu erkennen. Nibiru-Manic finde ich auch sehr interessant. Und Crow ist auch mal was anderes. Kann man so machen. Sonst die anderen Ratios sind sehr standardmäßig. Extra Deck auch da auf der Matica-Engine gepolt, falls das kommt. Und Side-Deck gegen Bird abgesidet auf jeden Fall, richtig heftig. Eigenes Spell-Removal und natürlich Anti-Spell. Anti-Spell ist halt richtig gut in dem Format. Aber auch hier Evenly gesidet. Interessant. Cooles Deck auf jeden Fall. Ich glaube, das war mein Virtual-World-Matchup. Also alle, gegen die ich verloren habe. Ich glaube, gegen die habe ich sogar gewonnen. Wenn ich mir das so angucke, nichts Besonderes. Nichts, was mir jetzt unglaublich auffällt. Cool, dass es 40 Karten sind, das finde ich cool. Exodex ist auch ziemlich standardmäßig. Das eine Guts finde ich interessant, um halt Chuchu zu senden. Und dass zwei Chuchu gespielt werden, ist auch cool. Aber dann halt mit Desires und Triple Tactical Talents. Das ist wirklich ein solides Deck, da hat man nichts zu sagen. Exodex ist auch cool. Side-Deck wäre uns für zu wählen, Deck can be only one. Und natürlich Droll im Side-Deck, ganz wichtig. Cooles Deck. Gegen Lucian habe ich zwar nicht gespielt, aber er hat vorher so ein bisschen gesagt gehabt, es gibt kein cooles Deck, was man im Format spielen kann. Und hat Mystic Mind gespielt. Jeff Lennart war echt stolz auf dich. Ja, cool zu sehen, dass er hier Poison of the Old Man spielt. Zweimal die Konstanzkarten mit drei Töpfen. Dark Bribe auf Spelltrap macht auch Sinn, grundsätzlich, weil halt Cosmic Man gespielt wird, damit er halt nicht viel Barry outet. Ganz cool. Eine dieser noch mehr Draw-Karten. Ich spiele noch eine, die Meisterin. Jung. Und natürlich der Shifter und Droll. Und drei MSTs. Ich glaube, der MST könnte auch dafür sein, seine eigene Field Barrier zu schießen. Wenn wirklich mal die Mine Cosmic wird, dass er auf jeden Fall noch eine andere Mine aktivieren kann, könnte ich mir gut vorstellen. Und natürlich Forbidden Seal im Side-Deck und Iron Wall. Okay, das ist interessant, weil das auch gegen Dragon da ziemlich gut ist. Und der eine Panker Drops und natürlich Droplets. Auch wenn es Mystic Mine ist, ist es eine ziemlich gute Liste, muss man tatsächlich sagen. Also da ein bisschen. Und dann haben wir hier Keanu mit einer Prankits-Liste. Der Can Be Only One und Ice Dragon's Prison im Main. 43 Karten bin ich kein Fan von. Vor allem mit den Handtraps und Panker Drops und Instant Fusion. Ich fühle Panker Drops in dem Deck halt null, weil du gehst halt immer first. Also weiß ich nicht, ich hätte vielleicht 40 Karten gespielt, aber ich meine, Erfolg gibt ihm recht, er ist 12. geworden. Aber es ist trotzdem eine gute Liste. Lancia, Cosmic, Phantasme, Side-Deck, Twin und Judgment macht auf jeden Fall auch Sinn, nichts zu sagen, aber ich glaube, die Liste hätte nicht 43 sein müssen. Sieg gibt ihm recht, Platz 12. Wie zum Teufel bist du damit auf Platz 11 gekommen? Es ist eine Liste mit 48 Karten, das sieht halt so random aus. Ich meine, die andere Liste, die hier,
Die finde ich halt sogar noch besser. Da ist halt zumindest ein Second Be Only One im Main Deck drin, was gegen Felix halt extrem gut ist. Und halt Icicles Prison, das andere hier auch Icicles Prison. Hab Monster Reborn, One for One, wildes Side-Deck auf jeden Fall mit 2 Evenly, 2 Lancia, 3 Deck Be Only One. Also ich finde bei 48 Karten, 2er zu siden macht halt nicht viel Sinn, weil du halt 3er Rage Rage Handtrap spielst und auch deine anderen Keykarten alle 3-mal spielst. Macht halt gar keinen Sinn, das zu siden, aber ja, da, Erfolg gibt ihm recht, ne? Das ist halt ein Kartenstarter. Also nix zu sagen, wilde Deckliste. Und hier haben wir Zodiac. Fällt mir was auf. Ich glaube tatsächlich, was mir auffällt, ist 2 Ramram. Okay, viele spielen 3, aber 2 kann man natürlich machen. Bunny Blast ist auch cool. 2 Alpha finde ich interessant, von der Ratio her. Natürlich die 3 Shifter, in dem Deck kann man sie halt wirklich gut spielen. Dark Ruler macht auch Sinn. Monster Reborn im Main Deck finde ich persönlich immer ziemlich cool. Die Strikes im Main Deck machen auch Sinn. Cosmics auch an sich ganz cool. Ja, ansonsten ziemlich Standard. Ist halt komplett ohne Eldritch. Das finde ich super interessant. Das ist halt wirklich pure Zoo. Mit halt 2 Zeus, macht Sinn. Und hey, True Knight. Und 2 Sagan's Prison. Ich verstehe diese 2 Rages im Sighting nicht. Weil du hast doch alles nur. Okay, du hast Bankadrops, Shifter und Alpha. Wenn du die 2 Rages rausseidest, kriegst du 3 andere Karten rein. Kann man machen. Okay. Also auf jeden Fall interessante Deckliste. Wenn ihr pure Zoo spielen wollt, gebt eine Liste. Sieht auf jeden Fall im Main Deck an sich, bis auf jetzt die 2 Alphas, die ein bisschen komisch aussehen, eigentlich eine ganz okay Liste. Habe ich nichts zu meckern. Dann haben wir wieder Virtual World, wieder 40 Karten. Love to see it. Ja, Ash, Dark Ruler im Main Deck, Prosperity und Desires. Konstanz auf jeden Fall groß geschrieben. Zirking Combo mit Wolkenschloss. Ah, okay, ich spiele die Combo mit dem Schlammdrachen und dem Dragoon. Ich verstehe noch nicht mit Wolkenschloss, wo er darauf hin will. Weil er kann halt, ja okay, er kann halt Chuchu wieder zurückholen, aber du hast halt kein Target für einen Rang 9, das macht halt wirklich nicht viel Sinn. Da hättest du den Workshop eigentlich gar nicht spielen müssen, weil du kriegst dadurch halt nur ein extra Material, das ist halt irgendwie unnötig. Side-Tag ist auch wieder wild, 2-2-2 Ratio, Skill-Ram, Side-Tag auch ganz interessant. Ein Lightning Storm? Wann würdest du denn einen Lightning Storm siden? Wild, richtig wild. Ein Lightning Storm, der triggert mich gerade ein bisschen, ansonsten, das Manic sieht halt unglaublich clean aus, das gefällt mir. Auch die Ratio ist ganz cool. Aber der eine ist, ja, weiß nicht. Dann haben wir Dragonlink, Platz 8. Die Liste sieht so ziemlich aus wie die Liste, die ich geprofilt habe. Nur, dass hier Phantasmen drin sind, die ich in meinem Profil nicht drin hatte. Ja, kann man so machen. Ich habe halt Mantrips gespielt in meiner Liste. Und hier sind 3 Savers drin, ist auch ganz cool. Ansonsten in der Deckliste halt wirklich nichts zu sagen. Auch Dark Ruler drin. Cool, kann man machen. Side-Deck, nichts Spannendes dabei. Auch wieder 2 Ratios mit 2 Cosmic und 2 TTT. Was würdest du denn dafür rausziden? Ich verstehe nicht mal, ich mache halt ein Side-In, aber ihr habt 2er Ratios, obwohl ihr 3er Ratios von den Karten spielt. Das ist halt irgendwie ein bisschen weird. Aber ne, Platz 8 geht ihm recht. Cool auf jeden Fall. 7. Platz ist für eine Prankassiste und ja, das ist doch, guck mal, so muss eine Prankassiste aussehen. So eine schöne Liste. Ne, spielst halt schön deine ganzen Karten auf 3, ne, wenn der vielleicht der Schein jetzt nicht unbedingt sein muss. Pankotops auch da drin. Ja. Aber Evenly und Evenly ist halt eine Go-Second-Karte, genauso wie Pankotops. Dann spielst du Droplet, der auch Go-Second ist. Und dann auch Ice Dragon's Prison für Going First. Und der Can Be Only One ist halt auch eher für Going First. Alpha im Side-Deck ist ein guter Trend. Also der Trend hat sich auf jeden Fall bewahrheitet. Viele haben wirklich Alpha gespielt, auf jeden Fall richtig viele. Weil Alpha gegen Dragon halt richtig gut ist. Die Liste an sich gefällt mir ganz gut, aber der Pankotops und die Evenlys im Main-Deck sind ein bisschen komisch. Droplet kann ich sogar noch vertreten im Main-Deck, aber ich finde halt Evenly weird. Und ich hätte wahrscheinlich anstatt Evenly hätte ich lieber Dark Ruler gespielt. Hätte, glaube ich, mehr Sinn gemacht. Aber was weiß ich denn schon, ich bin ja nur 49er geworden. Habe ich übrigens herausgefunden, als ich Listen geguckt habe, wo mein Standing 49er. Puh, von 152 Spielern oder so. Ist jetzt nicht bad, aber auch nicht gut. Ne? Platz Nummer 6. Tribegate Lyrilusk. Oh, das finde ich wild. Okay, das finde ich ziemlich cool. Obwohl die Mathematik es nicht aufwertet, für mich zumindest. Also es spielt 3 von den kleinen Vögeln, die als Schaderkarte sind, und 2 von jeweils anderen. Das finde ich ein bisschen schade, denn der eine Vogel ist ja nur gut, wenn du die anderen specialen kannst. Wenn du aber nicht viel davon spielst, hast du die Chance, die zu eröffnen, halt deutlich geringer. Aber es hat wieder funktioniert, der ist 6er geworden, auf jeden Fall sein Deck ziemlich konstant gewesen. Der Cooler plus halt Prosperity scheint ganz gut zu funktionieren und wahrscheinlich haben mich auch viele Spieler einfach durch Imperial Order gerissen. Gamma und Called by as Handtraps plus Ash scheint tödlich gewesen zu sein. Exodeck bis auf Almirage, was ich ein bisschen komisch finde, eigentlich eine ganz gute interessante Ratios. Ich kann mir vorstellen, wenn man halt Brick mit Nerva, dass man Normen kann und dann weglegen kann und damit halt dann Keras suchen kann, das wäre jetzt meine Vermutung. Side-Tech ist auch cool. 2 Ratios macht da sogar Sinn bei dem
Twin Twister, weil er halt Duster plus Red Reboot. Er kann ja 4 Karten reinzeigen, das macht sogar Sinn, weil er die Gammas hat. Das heißt, wenn er Second geht, kann man die theoretisch halt swappen gegen Backrow-Decks. Und diese Rage zum Beispiel macht halt super viel Sinn. Und er kann auch Simorgh sein und 3 Handtraps und hat dann trotzdem halt mehr Kombos drin. Das macht halt durchaus viel Sinn. Und er spielt auch die Spellkarte von den Tribal Gates, die halt die gelegten Monster protecten kann. Interessant, interessant auf jeden Fall. Die Liste finde ich echt gut. 5. Platz, da haben wir einmal Dogmatica Trap. Endlich. Dogmatica Endlich Trap. Holy shit, das sind aber viele Traps. Wake New Deck mit 2 Targets im extra Deck. Fajit wird ja auch hier gespielt für den Add-Effekt und Weglegen-Effekt. Das kann ziemlich praktisch sein. Und wir sehen ja auch wieder Demise als One-Off drin. Und Broken Line, auf jeden Fall cool. Und wir spielen auch nur Ecclesia plus die 3 Punishment. Dann 2 Akero, 3 Conquistador. Ja, die Liste ist echt, echt cool. Und eine Ariel im Side-Deck. Ah, okay, er spielt auch eine Abkalon im Extra-Deck. Damit er die halt adden kann und senden kann und halt 3 Karten zu benchen. Das kann nicht so blöd. Kann auf jeden Fall vorkommen, dass es halt hilft. Coole Liste, Platz Nummer 5, gibt ihm recht. 4. Platz. Wow. 60 Karten. Dogmatica, Guru, Dragoon, Busterblader Liste. Weiß ich nicht, was ich von halten soll. Ich weiß, was das Deck tun soll. Trap Trick ist natürlich eine gute Karte im Deck. Die ganzen 2 Rage Traps machen auch super viel Sinn. Dann Dragoon Package. Da wird auch 3 Clear gespielt, was ich interessant finde, was natürlich bei 60 Karten Sinn macht. 2 Gurus, 2 Fiendness. Einfach nur für den extra Negate, weil man die setzen kann über Hidden City und dann trotzdem mal Dreadless Fusion aktivieren kann. Aber es wird kein Insight gespielt, das finde ich interessant. Aber die Busterblader Trap 2-mal für Trap Trick. Und natürlich halt die Buster Weapon, die halt ganz gut sind. Ja, es ist halt eine Liste, die funktioniert, aber es sieht halt schon extrem wild aus, ne? Auch da wieder 2 Rashes beim Siden, so bei D-Barrier und so macht das ja Sinn. 2 Lancia Main Deck. Ja, wilde Liste auf jeden Fall. Das ist Platz 4 geworden. Muss gut gezogen haben, mein Freund. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Muss wirklich gut gezogen haben. Platz Nummer 3 ist MathMac. Malte, Props. Ja, ich kann zum Deck wirklich nicht viel sagen. Ich weiß ungefähr, was das Deck tut. Wahrscheinlich wird er die wichtigsten Karten dreimal spielen. Er spielt da Cruller. Er hat Cosmic drin. Er hat bis auf Troll und Ash keine Handtraps drin, was halt gegen viele Decks gut, ziemlich gut ist. Die Trap-Karte ist auch ziemlich cool. Die Sire ist auch interessant, weil du einfach kein Extra-Deck oder kein Main-Deck brauchst. Nicht wirklich. Side-Deck ist, das ist ein schönes Side-Deck. Guck mal hier. Ne, du hast halt 3-3-3-3-3. Alles 3 Ratios. Kannst 5 Karten quasi swappen. Und Reboots, Duster und Imperial Order machen theoretisch das gleiche. Das ist schon cool, also das Deck mag ich. Ich weiß nicht, was es tut. Das Deck, was ich halt kenne, geht halt für den OTK. Ich gehe davon aus, das geht eher so auf die Trap-Karte und spielt dann im gegnerischen Zug ein bisschen Monster und macht dann halt ein paar Access-Code-Dinge und so einen Scheiß. Auf jeden Fall, Respekt. Platz 3 für MathMax. Da seht ihr es mal. Balance Lord übrigens, richtig gute Karte. Platz 2, Virtual World. Boah, das Deck haben das Deck echt so viele so krass unterschätzt. Ich meine, ich habe jetzt gegen das Deck gewonnen gehabt, aber es ist halt echt scary. Also eine 42-Karten-Liste. Hier wieder der Trend. Desires und Prosperity zu spielen, aber hier sind nur 2 Prosperity drin und nur 2 TTT. Interessant. Und noch 2 Nibiru, 3 Ash, 3 Phantasma. Das scheint mir das Deck auf jeden Fall sich gelohnt zu haben. Okay, Gamma im Side-Deck finde ich interessant. Ich hätte es eher Main gespielt, glaube ich. Also hier wieder die Ratios. Das da, Imperial Order, Red Reboot, Anti-Spell, auch viel gesehen. Dann den Zeus im Extra-Deck. Das Rang 6 ist auch ganz cool. Das Rang 3er ist halt für das, um Zeus zu machen. Das klappt auch ganz, ganz gut. Solide Liste. Ich persönlich würde mich nur auf 40 beschränken, wenn es geht. Also wenn du jetzt da den Prosperity cuttest, Gott behüte, spielst halt 40 Karten. Oder den Nibiru halt cuttest, spielst halt 40 Karten. Ich würde, glaube ich, den Nibiru cutten, dann würde ich 40 spielen. Weil Nibiru finde ich aktuell eh nicht so. 2 Dark Pool finde ich auch wild, aber der dritte ist im Side-Deck, also kann man es so machen. Und Platz Nummer 1, rate mal. Dragon Link. 40 Kartenliste. Und die Liste ist ziemlich gut. Die Liste, witzigerweise, ist fast die gleiche, die ich geprofiled habe. Außer, dass hier Phantasmic gespielt werden statt Lancia. Und es ist nur eine Dragon Chamber drin und dafür ein Red Eyes Searcher. Kann man so machen. Okay, und 3 Safert. Also doch ein bisschen anders wie meine Liste, aber geht in so eine ähnliche Richtung. Das Extra Deck ist aber genau das gleiche, was ich halt gehabt habe. Ja, ist exakt das gleiche, bis auf Saruja und dafür ist Abudusa drin. Kann man machen. Side Deck, gute Side Deck. Go Second, Spell Trap Removal mit Twister und das ist ein gutes Side Deck. Finde ich gut. Ja, das ist der Sieger von der Random Trade Extravaganza für Deutschland. Ich werde jetzt aber wirklich nicht noch ein Video zur Extravaganza machen, also versprochen. Genau. Aber ihr habt ja auf jeden Fall gesehen, was für coole Decklisten es gibt. Es waren ein paar coole Decks dabei, ein paar ziemlich weirde Decks dabei. Lasst mir in den Kommentaren da, was ihr von Decklisten haltet. Bei einigen glaube ich, dass halt doch ein bisschen Glück dabei war. Weil da sind ein paar Sachen drin, die waren nicht so krass.
Die 48 Karten Planetist war auch wild. Die 60 Karten Dogmatica Engine Haufen Dinger war auch wild, aber ich glaube, dass das funktioniert, weil das halt so ein Kartenstarter hat. Deswegen kann das schon funktionieren. Ja, das war's für heute das Video. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, Leute.